Jetzt muss ich mal gucken. Weil das können wir ja hier eigentlich nicht mehr in die Höhe ziehen, ne? Das muss ja eigentlich so bleiben. Puh. Aber eigentlich möchte ich das schon gerne in die Höhe ziehen. Wobei, wir können das auch in die Höhe ziehen, wenn wir es wollen. Pass auf. Ich mache jetzt erstmal von dieser Seite aus sozusagen das Dach. Fangen wir dann an und dann bauen wir uns sozusagen immer näher an das Dach ran. Weil ich möchte eigentlich schon, dass es noch höher ist als das jetzt hier. Und hier ist das Problem, was ich meine. Wir müssen hier irgendwie auch wieder sowas Höhenmäßiges machen. Also was heißt Höhenmäßiges? Ihr wisst, was ich meine, was wir da auch gemacht haben. Ich habe heute ein bisschen Probleme, mich zu artikulieren. So, das liegt halt an meinen Drogen, ne? Das ist halt klar. Ich habe gerade Crack geraucht, deswegen habe ich ein bisschen Probleme, will ich mich aussprechen. ja, weiß nicht, Uhrzeit und so, ne? Und klar, okay, 1 Uhr ist jetzt auch noch nicht so spät, aber ihr müsst ja auch dazu einberechnen, was ich am Tag mache, was ich, wie viel und so weiter, wie anstrengend und so, bla bla bla, ihr wisst, was ich meine. Und wann ich aufgestanden bin, und das ist ja auch nochmal so eine Sache. Das heißt, ich wäre jetzt so in 4 Stunden, 5 Stunden, wäre ich tatsächlich schon 24 Stunden wach. Das kommt dann halt damit zustande, ne? Wenn man ein bisschen länger wach ist, dann ist das Gehirn so ein bisschen matschig und dann, ja. Ja, das ist richtig, okay. Ich glaube, das könnte doch noch ganz gut werden. So. Ja, also, naja, doch, das kann man machen. So, jetzt haben wir, glaube ich, keine Holztreppen mehr. Geil. Aber ich habe ja vorgesorgt. So, ein bisschen Holz haben wir ja auch noch. Zack. So, habe ich noch einen Stack. Okay, 24 werden nie im Leben ausreichen. Dann verarbeite ich jetzt das ganze Holz oder ich lasse nochmal 16 Holz über. Falls wir noch irgendwie was anderes craften oder so. Steaks etc. So. Aber sonst haben wir nämlich gar kein Holz mehr. Gut, wir können uns schnell einen Baum fällen, aber ne, wenn es schnell gehen soll, dann ist das nicht so von Vorteil. So, boah, aber die Kartoffel wollte ich gerade sagen. das Brot ist aber nicht so lange anhaltend. Das ist halt nicht so sättigend wie Fleisch. deswegen kam es mir vor, auch so leicht vor wahrscheinlich. Aber ich meine, wir haben da ja unser Feld. Ja, das wächst und gedeiht. So. Ich hoffe, das Dach wird schön. Ich hoffe, das Dach wird schön. Weil hier steckt echt viel Arbeit drin und Planung. Ja, sogar Planung. Naja, also so richtig nicht. Eigentlich war das nur spontan so, ne? Und habt ihr ja gesehen, was ich am Anfang da gebaut hat, dass das einfach nicht gepasst. Und dann habe ich in der Testwelt, hat nochmal ein bisschen umprobiert. In der Aufnahme live eigentlich. Aber das werdet ihr niemals sehen. Nur wie ich auf die Map raufgekommen bin und das Wetter geklärt habe, glaube ich. Oder, ne, Timeset 0 habe ich gemacht. Und die, ne, das Komma ist ja neben der 0 und da bin ich wohl scheinbar abgerutscht. Naja. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Das wäre eine Folge, die jetzt halt fehlt. Die verlorene Folge. Gut, ja, das ist nicht gut. So, mache ich jetzt hier höher? Also, weil, geht das überhaupt, wenn ich jetzt nämlich hier so, ne? Ihr wisst Bescheid, das würde gar nicht gehen. Merke ich gerade. Also, weil wenn wir jetzt einfach mal so als Test sagen wir mal, wir machen so. So, dann müssten wir das rein theoretisch halt hier weiter hier in diese Dings ziehen. Und das würde natürlich nicht mehr passen. Dann müsste das in einen breiter machen, rein theoretisch. So, das heißt, wir können das Dach echt nicht höher machen, ne? Boah, das hätte so schön werden können. Das ist doch nie im Leben hoch genug. Ich meine, gebt euch das doch mal. Das ist doch nicht, scheiße. Oder wir regeln das irgendwie anders, dass das hier mit so einem Treppengang irgendwie, ich weiß nicht, wie sollen wir das denn jetzt machen? Ich muss da echt mal überlegen. Das Ding ist, ich könnte das natürlich jetzt in der Backup-Welt ausprobieren, nur leider müsste ich da das Dach nochmal neu bauen. Also halb neu bauen, weil das ist ja jetzt nur hier diese Ecke, die es da gibt.
mache ich das denn? Also wenn, sagen wir mal, wir bauen das höher, also okay. Dann hätten wir das Problem, dass sich das hier nicht so verknüpfen lässt. Das heißt, wir müssen es irgendwie verknüpfen auf eine andere Art und Weise, auf einen anderen Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Das kann ich jetzt leider nicht mehr so gut machen. Also ist meine Stimme ist ein bisschen, ne? Also dafür reicht das echt nicht mehr. Für Höhen oder sonst was oder halt für, ja, für die, um Töne zu treffen. Genau, das meinte ich. So, wenn wir das jetzt so höher machen, ja, dann dachte ich mir vielleicht, dass wir hier so Treppen so machen. Könnte man machen, dann hat man hier so diese Slab-Reihe. Die geht dann wahrscheinlich bis hier oder so. Und hier würde das ja... ja, Moment mal. Moment mal. So, also ich meine, ein höher würde ja auch schon reichen. Genau, dass wir das so... Moment mal. Ich probiere mal aus. Also das könnte doch noch was werden. Ihr könnt ja mal netterweise einfach mal Feedback zu diesem Dach geben. Also in der Folge, wo es fertig ist. Weil ich bin ja noch hier in Dings. Ich bin ja, also sozusagen, die Folge nehme ich ja sozusagen mit auf. Aber ihr seht die Folge jetzt zum Beispiel am Mittwoch oder so. Und das Haus ist am Freitag erst fertig, also das Dach. Deswegen meine ich halt, dass ihr dann schreiben sollt, wenn das Haus am besten fertig ist, beziehungsweise das Dach. Oder ihr könnt ja auch jetzt schon euer Statement dazu abgeben, wenn ihr wollt. Weil ich bin überhaupt nicht so der Dachbauer. Und das ist ehrlich gesagt bis jetzt, so was ich jetzt sehe, ist das echt das beste Dach, was ich jemals gebaut habe. Also wirklich das allerbeste Dach. Ich habe noch nie so ein schönes Dach gebaut in Minecraft. Also schon ein schönes Dach jetzt. Ja, ich werde gleich sehen, ob das schön ist. Ja, noch weiß ich nicht, aber bis jetzt gefällt es mir echt richtig gut. So. Ich, noch ein höher? Oder was? Oder wie? Ich würde ja eigentlich, dass es ja so bündig ist, ja, dass sich das so verbindet. Aber, naja, muss man mal gucken, ob ich das hinkriege. Also rein theoretisch ist es möglich, ja. Es würde hier hochgehen, ist alles gar kein Problem. Alles gar kein Problem. Oder wie Gronkh jetzt sagen würde, alles gefixt, gar kein Problem. the forest. Wer kennt's nicht. So. Ah, da müsste ich eigentlich auch wieder so einen Stein machen. So. Habe ich jetzt schon wieder keine Dings mehr? Oh nein. Oh nein. Warte, Moment mal, dann mache ich jetzt hier erstmal. Also, das könnte tatsächlich schon ausreichen, ne? Wobei, naja, nee, könnte nicht, oder? Na, je nachdem, weil wir wollten ja vielleicht noch außen, dass es, ne, dass wir hier auch noch Steinziegel haben, aber dann brauchen wir wieder noch einige. Naja. Nur damit da so ein kleiner Akzent im Prinzip drin ist, nochmal eine Folge mehr Arbeit. Aber wie gesagt, mein Let's Play, mein Let's Play, kann ich machen, was ich will. Und dann mache ich das auch. Also so wie ich das bauen, weil ich meine, das ist ein Let's Play, ja. Ihr könnt zuschauen, wie ich spiele. Und warum soll ich denn meine Spielart irgendwie verändern, manipulieren sozusagen? Also klar, ich erkläre ja ab und zu mal was im Spiel, aber das ändert ja meine Spielweise nicht so richtig. So, eigentlich könnte ich ja hier nochmal Stein brennen. Steinziegel haben wir noch einige. Oh Gott, okay, da müssen wir gar nichts machen. Das ist schon mal etwas. Das ist gut. So, machen wir hier eigentlich den Weg weiter oder nehmen wir das hier als Weg? Weil das habe ich nämlich auch überlegt, so, wenn wir da nämlich den Weg weitermachen, macht das Sinn, wenn wir hier eigentlich schon so einen Weg haben? Den Weg kann man ja rein theoretisch einfach weiterführen und das geht dann hier so lang. Das ist sozusagen eine Straße, eine Art Straße. Nur, das müsste man dann vielleicht hier tiefer machen und dass das dann nur noch ohne die Treppe ist oder nur noch so zwei und links, rechts Kobbel. Dachte ich mir so. Also könnte man so machen. So, jetzt erstmal unsere angepflanzten Bäume wieder fällen. Na, praktisch, dass ich das gemacht habe. Das nennt man Vorsorgen. Boah, gut, ich dachte, ich habe mich gerade vom Schatten erschrocken. Ich habe echt keine Lust auf Creeper.
meine schöne Welt hier, ja, der Map Generator, der war echt fleißig. Und das soll kein Creeper mir jetzt hier zerstören. Das ist mein Rasen, ja. Mein Grundstück. So, dann müssen wir erstmal warten, bis das hier alles despawnt. Oder pflanzen wir die wieder an. Würde ich mal so behaupten. So, 21 Holz bringt uns jetzt wahrscheinlich auch nicht so weit. Wobei, wir könnten mal gucken. Ja, guck mal, das meine ich. Stell dir mal vor, das Dach wäre nur bis da. Bis da wäre das, glaube ich, nur gegangen, ne? Da oder da? Ich habe ja jetzt schon zwei raufgeknallt, glaube ich. Boah, das... dann müsste man das so flach machen. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Na, zum Glück haben wir das auch anders gemacht. So. Ich muss euch mal wieder was trinken. Man hört es vielleicht schon raus. Ich weiß es nicht. Tatsächlich hört man über das Mikrofon nicht mal so viel raus, wenn meine Stimme ein bisschen anders ist oder heiser. In der Realität hört sich das immer, irgendwie hört sich meine Stimme dann komplett anders an. Oder was ist komplett anders, aber wesentlich anders als hier in der Aufnahme. Aber da frage ich mich, hä, jetzt, wie kann denn mein Mikrofon im Prinzip sozusagen meine Stimme wieder, ja, verbessern oder ausgleichen, sodass sie trotzdem normal klingt? Na gut, ja, leichte Veränderungen sind zwar manchmal hörbar, aber so wie in der Realität kann man das überhaupt nicht vergleichen. Ich habe hier in der einen Folge von, oder was heißt in der einen Folge, in dem einen Video, wie hieß denn das Spiel, irgendwas mit Husband, Good Husband, glaube ich, Good Husband heißt es, glaube ich, also ein guter Ehemann oder Mann, und da habe ich ja auch Dings gedingst. Ihr wisst, was ich meine, ne? ne, genau, da meinte ich halt von wegen, dass meine Stimme ein bisschen tiefer klingen mag. Oder beziehungsweise ein bisschen basslastiger. So richtig basslastig, wisst ihr Bescheid, meine Damen und Herren, basslastig. Ist auf jeden Fall richtig gut, wenn man heiser ist und dann noch seine Stimme verstellt. Das ist sehr, sehr schlau. Das merke ich nämlich auch gerade. Ja, und da meine ich ja auch von wegen, meine Stimme könnte ein bisschen basslastiger klingen und so weiter. Und dann habe ich mir das in der Aufnahme angeguckt, beziehungsweise beim Schneiden, und dachte mir so, ja gut, eigentlich hätte ich es nicht erwähnen müssen, weil man hat es wirklich fast gar nicht rausgehört. Naja, gut, ne, nach Bearbeitung etc., ne, ich hau nochmal manchmal ein paar Höhen rein, und sonst war es das eigentlich. Weil wenn ich so meine Stimme habe, dann ist das so, ja, ich finde, das ist ein bisschen zu tief. Na gut, das kann auch daran liegen, dass ich recht nah am Mikrofon bin. So 3-4 cm entfernt, 5 cm. Ich trinke nochmal ganz kurz einen Schluck. Ganz professionell. So, meine Damen und Herren, jetzt ist meine Stimme wieder back in the business, wie ich das immer wieder mag. Wenn die Stimme nach dem Trinken wieder zurückkommt, also wieder zurückkommt, aber halt wieder besser klingt, ja, das können wir eigentlich so weitermachen, das wird echt gut klappen, Alter, richtig heftig, Alter. Holz habe ich jetzt, okay. So. Ja, das ist halt die Dachdecker-Werkbank. Also so macht das jeder Dachdecker. Der baut hier ein bisschen Erde ran ans Dach, ans Haus. Naja, wobei, im Echt sind das ja diese Stützen oder wie man das nennt, ne? Ja, wobei, das ist ja eher zum Streichen und so gedacht. Aber wahrscheinlich auch nützlich für Dachdecker, denke ich mal. Und so, noch läuft die Aufnahme. So. Mache ich erstmal die Hälfte des Holzes verarbeiten, ne? Weil ich glaube tatsächlich nicht mal mehr, dass wir so viele brauchen. Naja, ich glaube, wir brauchen aber echt noch ein bisschen mehr als 33. So. Dann haben wir jetzt über einen Stack und 9 Stück. Why not? Das reicht ja auf jeden Fall, denke ich mal. Weil so viel brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Boah, geil. Das Dach ist bald fertig. Geil. Ich freue mir einen Ast. So. So. Wir könnten das natürlich jetzt hier wieder flach machen, aber ich glaube, das ist schon geil, wenn das so spitz aufeinander kommt. Ich hoffe, das passt. Ey, das wäre so
blöd oder wäre so geil, wenn es aufeinander passen würde. Also das heißt, wobei ich glaube, das passt sogar. Nee, das war so, wie wir es vorher gebaut haben. Da hat es perfekt gepasst hier. So, das, ne, dass die Treppe auf die Treppe kommt und das dann so, naja, wie eine Art Spitzdach halt aussieht. Das ist ja eigentlich auch mein Ziel gewesen, halt so ein Spitzdach. So. Aber ich glaube, es sollte. Nee, es sollte nicht passen, wenn ich gerade mal so überlege. Ah, ich glaube, das passt nicht. Ich habe das jetzt einfach gerade mal. Irgendwie hat mir mein Gehirn gesagt, dass es, glaube ich, nicht passend tut. Wobei. Ich weiß es nicht. Ich sollte mein Gehirn nicht mehr um die Uhrzeit vertrauen. Ist genau wie mit einer langen Ehe, da sollte man einfach nicht mehr vertrauen. So. Oder mit einer langen Beziehung. Einfach nicht mehr vertrauen. Wenn so, umso länger die Beziehung, umso weniger Vertrauen. So kennt man das ja, ne? So, da ist noch einer dazwischen, oder? Jo, das heißt, es passt nicht. Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Aber ich habe einen Trick. Ich habe den besten Trick der Welt. So, jetzt passt mal auf, ja? Jetzt passt einfach mal auf, was ich jetzt mache. Das ist einfach genial von mir. Einfach so genial von mir. Ich glaube, da mache ich nochmal so ein paar mehr. 36 sollten ausreichen, wobei ich glaube, die anderen, die 12 Dinger, die wir gerade hatten, hätten es auch gemacht. Weiß nicht, soll ich das. Mache ich mal so einen Erdklotz dahin und das wird so einen oben direkt schon haben. So, jetzt haben wir im Prinzip trotzdem so ein Spitzdach und haben uns dabei sogar noch Treppen gespart. Boah, ist das nicht geil? Ah, jetzt müssen wir hier noch. Naja, hier könnte ich ja eigentlich auch Steinziegel benutzen. Wenn ich es mal gerade, wenn ich es nämlich da mache, dann sollte ich es doch eigentlich auch hier machen. Oder zumindest die Ecke hier, ne? Aber wir müssen sowieso jetzt erstmal noch die Feinarbeit machen, also. Das ist aber nicht so richtig, mein Freund. Das gehört da nicht hin. So. Zwei Abstand wollte ich haben. Das bedeutet, ich muss so. Und so. So. Und dann kommt hier ein Steinziegel hin. Okay. Die kommen dann hier weiter hoch. Und dann, wie gesagt, bin ich halt immer noch immer überlegen. Das werden wir gleich entscheiden. Ob wir hier an der Seite ganz entlang und halt um Haus herum auch noch Steinziegel benutzen. Das können wir mal gucken. Können wir mal kicken. Kicken wir mal. Wie das Dach gleich aussieht, wenn es fertig ist. Und mal gucken, ob man das dann vielleicht verbessern kann. Oder ich mache in der nächsten Aufnahme nochmal ein Backup davon. Oder gucke halt privat nochmal. Und dann gucke ich mal, wie das aussehen würde. Ich glaube, so mache ich das. So. Und zack. Nee, das ist. Oder ist das. Naja, das ist falsch, ja. Joa. Gut, den einmal. So. Und ich glaube, da kann ich nicht direkt so eine Treppe hinsetzen, oder? So, dass es direkt passt. Ja, genau. Natürlich, fall runter. So. Boah, ich glaube sogar, dass wir damit Ressourcen sparsamer waren. Wobei, scheiße, hier müssen ja auch noch. Oh. Da muss ja auch noch hier die Dings, Steinziegel rein. Habe ich schon voll vergessen, dass das hier auch noch kommt. Aber das sollte kein Problem werden. Wobei, wir haben ja sogar noch recht viele Steinziegel. Dadurch, dass wir das ja wieder abgerissen haben. Ja. Ja, ich mache erstmal jetzt hier. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich erstmal Steinziegeltreppen machen. Dieser lange Name. Steinziegeltreppen. Steinziegelstufen heißt es denn ja wahrscheinlich in Deutsch. Ja, das ist. Irgendwie, weiß ich nicht, diese Namen in Deutschen halt so kompliziert. Das ist aber im Deutschen meistens sowieso so, also so. Also im Englischen, man kann ja auch im Englischen echt besser rappen, das muss man ja einfach so sagen. Ich bin jetzt zwar kein Rapper, aber so wie ich das beurteilen kann, so finde ich das schon besser. Also auch vom Hören her und so, ne? Und von den Rhymes. Ich bin zwar kein Rapper, aber trotzdem habe ich ein bisschen Ahnung von Rhyme, also.
Nur weil man kein Rapper ist, muss heißt es ja nicht, dass man nicht reimen kann. Okay, ich kann jetzt nicht reimen. Also weiß ich nicht, habe ich nie so richtig ausprobiert, aber so die Standardsachen, so, also was wie man Reim zum Beispiel machen kann oder was eine Punchline etc. ist, so, das habe ich einfach mal so aus Interesse mir mal so beigebracht, sozusagen.